Hey du, oder wie klein dich ab? Hey, alles gut, Digga. Gib mir alles, was du hast. Wie, alles, was ich hab. Alles, was du hast. Drei, Du bist mein Pimmel, oder was? zwei. Ja, nicht. Ja, schönen guten Tag. Tag, der Wie geht's Ihnen denn so? Herr. Oh, mir geht's prima, wie geht's Ihnen? Na super. Jo, bevor Sie einreisen möchten, müssten wir noch mal kurz Ihr Outfit überarbeiten, ja? Nicht böse gemeint oder so. Also Sie haben eine illegale Kette an, ja? Ich habe Das eine können illegale Sie Kette. Hä? kriegen, wenn Sie beim FIB sind, ja? Und Ihr Oh. T-Shirt guckt durch Ihre Jacke dadurch. Ja, Sieht ein das bisschen habe ich schon komisch aus. gesehen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also mein Modeberater ist da halt so ein bisschen komisch drauf. Aber okay, Ja, dann. dafür, wir ziehen Sie ganz kurz um, wenn Sie dafür Ja, na bereit. klar. Dann ziehen wir Aber sie mal kein ganz kurz um. Schweinkram, ne? Naja, komm, dann gehen Sie einmal, drehen Sie mal Schirm und dann laufen wir mal. Gehen. So, dann kommen wir. Das, ja, komm, das lassen wir jetzt. So. Passt, oder? Ja, dann müssen Sie halt Die nochmal die Arme? Arme machen, Ja, ne, weil die Sie haben Arme da sehe ich Paris in gerade. der Kleidung. Die passen jetzt, die passen. So, dann gehen Sie So. runter, wo die Arme stehen und dann. Muss ich mal drehen? Ja, doch, jetzt müsste passen, oder? Ne, da, warte mal, da. Ja, jetzt sieht das gut aus. Jetzt perfekt. Jetzt wieder Enter und dann haben Sie es, ja. So, okay, So, einen perfekt. Einkauf bestätigen. Ja, natürlich. Ja, dann, ihr zwei kommt mal mit, dann machen wir, wenn wir solche Einreise sind. Der andere, mit dem mache ich das gleich, ja. Wollt ihr euch vielleicht da auf die Matten stellen oder wollt ihr euch lieber hinsetzen? Warum mir ist egal, ich bleib auch stehen. Ja, Okay, schon. dann passt das soweit, ja. Wer seid denn ihr? Warum seid ihr nach Los Santos gekommen? So. Wer zuerst so? Er, du oder ich, oder? Weil meine Geschichte ist Fang ein ruhig bisschen an. länger. Alles fang ruhig an. Kann ich noch anfangen? Okay. Jo. Also, mein Name ist Ralf Pudel. Jo. Ich komme aus Silicon City und war damals mit Vizegeschäftsführer bei einem Kollegen von mir, Olaf Schaf heißt er. Und wir haben da ja, einen kleinen Betrieb gehabt, wo wir so Puppen und sowas verkauft haben, ne? Aber so nicht nur normale Kinderpuppen und sowas alles oder so Erwachsene, sondern so Puppen für Tiere. Damit auch Ah, die ich Tiere verstehe. ihren Spaß haben. Allerdings ist das Unternehmen so Ah, pleite okay, der gegangen, Olaf weil er. Schaf, ja, den habe ich auch schon mal gehört, ja. Ah, gut, weil das Unternehmen ist so pleite gegangen, weil, ja, wir haben da halt so schön Puppen produziert, so für Esel, für Hamster, für Schwein, für alles haben wir produziert. Bloß irgendwann sind so die Puppen ausgegangen und dann hat der Geschäftsführer, die Frau vom Geschäftsführer, war dann einen Tag im Geschäft drin und hat gesagt: Ja, nee, wenn du willst, kann ich mal aushelfen, kein Problem. Ja, und das hat halt der Geschäftsführer mitbekommen und seitdem hat er den Laden geschlossen. Und jetzt bin ich arbeitslos und auf der Suche nach neuer Arbeit in einer neuen Stadt. Okay. Also dann ist es schon mal eine sehr schöne Lebensgeschichte. Also, Kollege hier, was können Sie denn so berichten? Okay, also so eine gute Geschichte habe ich leider nicht. Ich hatte Streit mit meiner Freundin, komme aus Hamburg, mein Name ist Jason Schmidt. Wollte mir dann neues Leben aufbauen, da ich mit meiner Familie auch nicht viel Kontakt habe. Hab mir gedacht, ich komme nach Los Santos. Sehe, wohin mich der Weg führt. Und wollte mal schauen, wie hier die Lage ist, sage ich mal. Okay, hatten Sie auch schon mal irgendwie einen Job oder sowas? Nee, ich hatte bis jetzt immer nur Hartz IV und habe Pfandflaschen gesammelt. Ach, das ist doch auch schon mal ein Job, das macht auch nicht jeder. Ja, eben. Genau. Professionell. Ein kleiner Immer Tipp da dran, vom sollte es mit dem Festival Job zum nichts werden, Festival. ja? Gehen Sie ja einfach an den Strand, da feiern sehr viele Jugendliche, die vergessen auch ihre Flaschen, ja? Oh, das ist gut. Ja, genau. Davor, ich bin immer nur zu Festival gereist und hab schon gesammelt. Hab eine Menge Geld auch gemacht damit. Ich verstehe. Okay, dann wäre schon mal Ihr Ziel einen Job suchen, ja? Ja, Oder? genau. Und für die Kollegen, was ist Ihr Ziel? Na, ich muss ein bisschen weiterentwickeln. Also, ich war ja Verkäufer gewesen, aber ich weiß nicht so. Ja, war so Kriminalität und so ist nicht so mein Ding, aber so ein bisschen in die Justiz rein, das wäre natürlich mega geil. Ich Aber da verstehe. schauen wir mal, wo der Weg eigentlich wohin führt, ne? Okay, dann, ja, dann stelle ich jetzt noch ein paar weitere Fragen, dann auch alles soweit so gut, oder? Alles klar. Okay. Stell mal vor, ja, beide seid jetzt Kollegen, ja, keine Ahnung, ob ihr das wollt oder nicht, ja, scheißegal, ja. Ja. Und dann kommen so die böse illegalen Familien zu euch und sagen so, ja, weil du rote Haare hast, du kommst jetzt zu dem Platz, ja. Ich gebe dir eine Pistole und dafür musst du die Crips erschießen, ja. Dürftet ihr das machen? Na, warum sollte ich das machen? Ich Na schieße eben. einfach beide. Okay. Na, also das darfst du natürlich nicht, Nein, das ja, darf man weil sonst wäre natürlich das nicht. hier. Aber so als, wenn du als Gesetzesgehüter hier
Hüter auftreten willst, dann kannst du noch nicht einfach zu den Blatt oder den Quirz gehen. Das geht noch nicht. Genau. Ja, eben. Ne? Also Polizeirichtung, ah, okay, ich verstehe. Ja, genau. Brauchst du mal die Polizei oder als Medic? Beim Officer Pudel hört sich schon richtig geil an. Ja, noch andere Haare und dann geht's ab, Kollege. Ja. Okay, stell mal vor, ihr habt ein Date mit einer Dilara, ja? Ihr braucht so AMG dafür, findet ihr aber nicht, ja? Weil ihr kein Geld dafür liebt. eBay-Kleinanzeigen gibt nicht für das Geld, ja? Aha. Aber ihr seht da nächste Straßengasse, oh, Mercedes AMG offen, er huscht in der Bank. Würdet ihr das Auto klauen dürfen? Nein, natürlich nicht. Ich würde Pfandflaschen sammeln, bis ich mir das Auto selber holen kann. Boah. 165.000, so mal zwei. Boah, aber ja, muss so lange verkaufen, sein. Aber das geht schon. Ja. Das kriegen sie hin, ich glaube an sie, ja. Da hat man halt ein Ziel, ne? Mehr Motivation und so. Ja. Genau. Niemals negativ denken. Genau. Stell mal vor, ihr seid ja eingereist, nur um Leute zu erschießen. Was würde mit euch passieren? War ein Knaff kommen, oder? Osten. Ja, da kommt die Antiterror-Einheit. Ihr kommt ins schwarze Loch und könnt draußen nie wieder das weiße Loch sehen. So was gibt's auch hier auf dem Server. Ist ja, an der Stadt, sorry. Ja, Mensch. Wir sind ja noch bei der Einreise. Da kann man noch ein bisschen OEC reden, ja? Genau. So, dann muss ich jetzt einmal mein Gesetzbuch gucken, weil jetzt kommen die Fragen dran, ja? Alles klar. So, das war jetzt nur so eine kleine Routine, okay. Kann mir jeder von euch einmal eine grüne Wiese, aka Safe Zone, sagen? Wisst ihr, was das ist? Safe Zone, na, wo du nicht angegriffen werden kannst, ne? Genau, weißt du da eine? Moment mal. Kurz überlegen, weil ich habe ja so Regelwerk und alles so ein bisschen geguckt, aber das ist ja jetzt... Ich weiß es viel, deswegen Kurzzeitgedächtnis-Kick. War eine Safe-Zone. Sprünge helfen, ja. Beim PD? Genau, ja, bei, PD. Na, einmal hier beim Hospital, ne? Oder? Genau. Perfekt. Ist auf jeden Fall. Mach ich auf jeden Fall. Na guck mal, sie haben schon ihre eine genannt, das passt doch. Achso, weil was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, weißt du? Also PD, Medic, Garage. Ah, Garage, Digga. Wo sie ihr Auto irgendwann auftüren werden, ihren Mercedes. Genau. Mein Trabi. So, okay, dann stell ich dir jetzt noch eine Frage. Ja, stell mal vor, du bist irgendwie Schmuggler geworden. Wenn nichts geworden ist mit Puppen verkaufen und Pfandflaschen sammeln, bockt hier auch nicht, ja? Ja. Ja, und ihr habt Schmuggelwaren in euer Kofferraum. Auf einmal kommt die Polizei da hinten angetötet. Die Polizei ist da, ja? Und will ja ihren Kofferraum, aber da sind 150 Kilogramm Marihuana drin, ja? Viel. Sie werden schon nervös. Und dann haben sie auch noch Kokain genommen, ja? Und dann kommen sie auf die dumme Idee, den Polizisten einfach so, sie steigen aus, um den Kopf zu schießen. Dürfen sie das machen? Boah, nein. Nein, ich muss mich natürlich vorher ankündigen. Eine Schussankündigung. Genau. Okay, Thema Schussankündigung. Kannst du mir mal erklären, wie so eine Schussankündigung läuft? Na, ich sag zum Beispiel Hände hoch oder schieße. Ja. Dann warte ich ein bisschen, guck, wie die andere Person reagiert. Und sobald sie meinen Befehl, sag ich dir mal, erfolgt, dann mache ich nichts. Wenn sie darauf eingeht und vielleicht selber eine Waffe zückt, dann kann man natürlich schießen. Auf den Haufen ballern, ne? Bam, bam. Ja, aber bei so einem gelangweilten Endo oder schießt der, da würde ich auch überlegen, ob ich eine Pistole raushole. Da muss ein bisschen mehr Wumms kommen, Kollege. Natürlich. In einem Ernstfall ist ja noch was anderes. Ja, dann machen sie mal hier. Wenn jemand meine 25 Cent klauen will, dann werde ich hier richtig sauer. Ja, jetzt machen sie noch einmal hier. Jetzt sind wir ja schon mal hier bei der Testphase. Nimm die Endo oder baller dir den Körper von rüber, du. Ja, das klingt gut. Perfekt. So, auf der Insel ist es so, wenn sie bedroht werden, müssen sie auf erstmal einen Gegencall drücken. Da machen sie am besten, sie rennen einmal ins Auto und sagen so, sie machen jetzt die Ränder oder sie sind tot. Der Kollege hat 30 Sekunden Zeit, um zu reagieren und ein Schusscall läuft 10 Minuten. Also sollte er der Kollege flüchten um 10 Uhr, können sie ihn bis 10.10 Uhr, wenn sie ihn wieder finden, nochmal abknallen, ja? Ja. Gar nicht. So, irgendwelche Fragen, bevor es losgeht, Kollege? Wie sieht's denn aus mit den Mädels? Mit den Mädels, ja, da ist viel los, ja, da müssen wir aufpassen, die sind in illegalen Familien, ja, dann kommt direkt in illegale Familie. So, sonst noch Fragen oder alles ready? Nö, erstmal soweit alles okay. Oder ich noch was meinst du, was fragen. Hast du noch Fragen? Du meinst, du hast mit Olaf Schaf gearbeitet? Ja, früher, ist aber schon ein bisschen her. So, wie viele Arschspuren hast du da so täglich bekommen? Boah, hör auf, ey, das will ich nicht sagen. Das ist so ein Kapitel in meinem Leben, das will ich eher abschließen. Okay, so. Dann Kollegen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ja, D-Funk, könnt ihr weiterfragen, ja? Oder hingehen, alles ja? Klar. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, ja? Alles klar, dir auch schön Spaß. Also, Bumbo, dann sind wir schon mal weg hier. Tschüss. Was ist los? Warum pennst du da auf der Straße wie so ein Obdachloser? Hä? Na, jetzt ist er weg. Guck mal. Guten Tag, wer bist du denn? Hallo? Ist doch gut. Ja.
gar kein Bild sehen. Ja, ich kann mir reden. Hallo, da bist du ja wieder. Ja, was geht? Ja. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Unser Kackbahn gleich hier. Ghetto gelandet oder was? Jo, mal schauen, was ist hier los auf dem in der Stadt. Guten Tag. Hallo. Und Kübel. Wie geht das? Wo willst du hin? Um die Uhrzeit. Hast mal geguckt, wie spät das ist. Ja, ich hab was zu tun. Wo willst du hin, ist die Frage. Ja, ich muss erst mal gucken. Ich muss erst mal die Stadt hier ein bisschen erkunden, ne? Na, du bist neu. Mal aus. Ja, klar. Aber machst du keine kriminellen Sachen oder so? Oder muss ich mal einen Kofferraum durchsuchen? Du, das geht dich gar nichts an. Das geht dich gar nichts an. Okay. Na gut, dann machen wir mal ein Auge zu und dann kannst immer du langsam mal langsamer, oder? Alles klar. Du. Arbeitsamt. Geil, ich hab einen neuen Job. Weißt du, welchen Job ich hab? Nee, arbeitslos. Tracker und Arbeitslos. Was ist das für ein Job, Sato? Ich weiß nicht. War schon so. Hoppala! Digga, was ist los? Digga. Was war das denn? Ey! Boah, oh. Digga, was ist los mit dir? Kannst du nicht fahren oder was? Sag mal, darf er weiterfahren? Ruhe abschaum! Dummes Arschloch! Wir wollten ja so einen Controller holen, aber dann so. Na, Handy ist erstmal, glaube ich, wichtiger. Ja, das ist so. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank. Ah. Ja, schön. Alles klar, dann noch schönen Tag. Kollege! Gleichfalls. Ja? Was, Kollege? Oh mein Gott! Wer bist du denn? Wie siehst du denn aus? Wie ein kleiner Ständer. Hörst du das? Pack deine Waffe raus. Was für Waffe raus? Jetzt. Du? Ich hab keine Waffe. Waffen raus. Aber bist nicht du nicht. Hey, Kollege. Was war das für ein kleiner Ständer gerade? Oha! Oha! Guck dir das mal an hier. Digga, der hat auch schon einen Controller. Hey Jungs! Hey, kein Stress, bla! Bist du bei einer Fraktion? Na, bin ich neu, ich bin nur armer Truckerfahrer. Achso, du bist der Typ von vorhin. Wie von vorhin? Vielleicht, keine Ahnung. Nee. Wer weiß. Ist nicht der. Okay. Willst du uns helfen bei einer Dings zu helfen? Wie heißt's? Hauptbefall. Ja, aber ich hab keinen Controller, das ist das Problem. Weil ich bin erst bei 19.000, bau 35. Was ist Controller, der Herr? Ja, genau. Eine Waffe. Ja, eine Waffe. Na, Digga, ich muss Controller sein. Weiß ja nicht, ob ihr von der Cops seid oder von Mafia oder was auch immer. Hände hoch oder wir knallen dich ab. Hey, alles gut, Digga. Gib mir alles, was du hast. Wie, alles, was ich hab? Alles, was du hast. Drei. Das ist mein Pimmel oder was? Zwei. Gib mir nicht. Bleib ruhig, sonst bekommst du noch einen Schuss. Okay, okay, alles gut. Was hast du dabei gerade? Ja, was? Ich habe ja Sack gefahren, bin dreimal Truck gefahren. Ich habe noch gar nichts. J ist leer. Okay, komm, lassen wir ihn einfach. Komm, geh weiter. Oh mein, ich kann hier so ein bisschen. Was ich... Hey, Kollege! Wuppa! Er hat ja fast über den Haufen gefahren, hast du gesehen? Hey, Kollege! Aber wir würden immer mal aufpassen, vielleicht kommen die Bullen hier gleich in der Nähe, weißt du? Knall ihn ab, töte ihn. Oh, guck mal, jetzt gibt's hier Stress hier. Was ist los hier? Was ist los hier? Digga! Was machen alle Stress hier? Digga, was ist los? Weiß einer von euch die Nummer vom Rettungsdienst? Nein, nee, leider ich hab, nein. Ich hab leider nicht mal ein Handy. Was ist ein Beruf hier? Der Trucker geworden. Ja, cool, geil. Danke für den Truck nochmal, das hat uns sehr geholfen. Ich bin bei der Yakuza. Ah, Yakuza, ah. Ja. Diese mit Stäbchen und Reis und so, ne? Ja, genau. Alles klar, Digga. Was läuft bei dir? Weißt du, was wir machen? Hast du eine Pistole? Ich weiß nicht, was ich jetzt antworten soll. Na, sag, hast du eine? Ja, na klar, so ein Controller ist immer am Start. Ja, guck mal, gleich die Typen waren ja so frech, vielleicht fahren die hinterher und knallen die ab, okay? Man meint, sie haben ein bisschen Cash auf der Tasche, die beiden.
Ja, lass erstmal fragen, ob geh die mal vor, ob die zu einer Familie gehören. Okay, alles klar. So, mal rein hier. So. Ich warte. Ey, Bahn, bei welcher Familie seid ihr? Bei gar keiner, mein Freund. Bei gar keiner? Wallah, das ist ja gut. Warum? Einfach so. Weil es gibt ein paar fiese Typen, die hier unterwegs sind, weißt? Weißt du, welche denn? Von Krebs, der Platz und der Ey, Jakuta. Weißt du, ob man hier fesseln kann, eine Person hier, oder was kann man hier machen? Ob man fesseln kann? Ja. Ja, warte mal, da musst du da hinten. Nee, warte mal. Falsche Dings. Also fesseln kann man, glaube ich, gehen alles. Man kann fesseln. Wie denn? Warte, ich probier mal, okay? Ich entfessel dich sofort. Ja, bist du in der Frack, Digga? Ja, frag es. Dann kannst du da sechste Finger oder ist das hier nicht? Ja, so? Ja, genau. Habt ihr keine? Nein, natürlich nicht. Bist du nicht in einer Frack? Nein. Du warst ja gerade im Funk. Oder für uns beide hier. Achso. Was ist das für ein Auto? Oder das ist Ferrari Enzo. Okay. Chevrolet ist das, ey. wie viel fährt der? Weiß ich nicht, Bruder, wir haben den gerade irgendwo abgezogen. Du bist bestimmt in irgendeiner Fraktion, so wie du aussiehst. Wir sind in keine Fraktion. Oh, ja, so, was kommt denn jetzt hier für Stressmacher an? ADAC ja. Kommt, Abschleppdienst, unsere Karre steht hier. Oh, oha, was passiert? Ja, die Achse ist rausgerissen. Ey, das ist rote Auto da, ne? Wem gehört das? Das ist meins. Von welcher Familie bist du? Yakuza. Okay. Warum? Nicht von Galileo? Nee. Ja, okay. Und du? Vargas, ja. Ich bin BBC News, Baby. Ja, ey, Digga. Aussteigen oder das knallt? Boah, Digga, chill doch mal. Wir haben doch gerade geredet, art doch mal. Digga, so viel Stress hier auf den Straßen, was los hier? Aber warum habt ihr alle so Angst, Alter, Digga, das ist doch nur ein Auto. Ich will nur mal Gas geben, Alter. Digga, ich klau dir doch mal, Alter. Was hab ich denn davon, wenn ich dir die klau? Der Netz? Ja, ich fahr mal eine Runde, Bro. Ey, Jungs! Steck aus. Warum? Weil. Ich hab doch gefragt. Ja, ich sag nein. Nicht, Ab weg hier! Was? Du bist von La Familia, ne? Ja, aber ich habe mich, glaube ich, also ich habe mich vollauten lassen. Ich habe auch noch das Auto zusammen. Achso. Ja, komm. Ja, ich habe mich auch vor kurzem blattauten lassen. Ich war Ausbilder. Echt? Verpiss dich, Digga. Ich schieße, ich schwöre. Ey, geh mal raus. Aber immer nur Gewalt hier auf die Straßen. Was los, Digga? Muss man aufpassen hier. Immer diese Gewalt, ey. Schlimm. Ey, Digga, der kleine. Ich bin dieser Bastard, Mann. Hallo, ist jemand im Ey, Vargas, kannst du mal gefahren kommen? Ja, was ist? Ey, da hat ein Typ mein Auto gefahren, fahr mich mal ein bisschen. Ja, ich fahr dich, komm her. Machen wir mal einen kleinen Testfahrt hier, ne? Uiuiuiui, Digga, läuft mal hier! Ist das nicht deiner? Nein, das ist nicht meiner. Meiner ist der da hinten, der rote, weißt du? Der da. Boah, nice. Wenn jetzt der rote deiner ist, zu welcher Fraktion gehörst du? Ja, gar keiner. Ja, dann ist es nicht deiner. Ah, wieso? Ich kann nur mein Auto so rot lackieren, oder? Nein. Ich kenne die Farbe. Das ist nicht deiner, oder? Ja, okay, sagen wir mal so, ich hab ihn ausgeliehen. Ja, weiß schon, dass das in dem Staat nicht so. Nee, haben wir volles okay gegeben. Na, guck mal, ich nehme mal kurz ein Fahrzeug. Ja, dann ist okay. Kapitulator oder Crip? Was? Ah, da gar nichts. Ich auch. Ja, gut. Mechaniker? Jo. Mechaniker? Wow, Digga! Okay. Kannst du ganz. Was mit dir? Autohaus. Bremse ist kaputt. Ja, warte mal. Mensch. Also, Sie kommen mit mir fahren, nur ich hab. So. Jetzt werden Sie entführt. Ist was. Entführt? Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Okay. Ja, ich hab so größere Geschütze. Guck mal neben dir, Freundchen. Ja, der Herr, ich hab größere Geschütze, als die da gerade haben. Ja. Danke dir, Bruder. Wie heißt du? Machst du mich? Ja, dich. Ralf Pudel.
Okay, bist du schon in der Familie, Ralf? Nein, ich bin in keiner Familie. Willst du eine ein bisschen mit dem Jacuzza-Typi abgehangen und alles und da war einer Fahrgruß und dann war so. Und da gab es Riesenschlägerei und alles und ich habe einfach alle über den Haufen geballert. Digga, das ist meins. Bruder, willst du einer beitreten oder nicht? Ja, Digga, muss erstmal noch gucken hier. So, der erste Tag in der Stadt, ne? So, okay, als armer Trucker. Ein bisschen Controller ausborgen, ein bisschen Auto kaufen und dann erstmal schauen, wie der Asia läuft. Ja, ja, weil wir sind gerade auf der Suche. Mensch, wer seid ihr denn? Nicht so gut. Wir sind Grove Street. Was, the Green Lantern? Ja, ja, genau. Ah, okay, alles klar. Und wer bist du? Ich bin Mo. Mo. Mo, Mo von Guto. Ah, okay. Und wie viel seid ihr? Seid ihr aktiv? Was macht ihr so? Grove Street, wir sind gerade neu aufgemacht vor 4 Tagen. Okay. Waren so 15 Leute nach 2 Tagen, aber dann haben manche Faxen gemacht. Halt doch mal die Fresse gemacht, mit deinem Kackauto! Verpiss dich, Junge! So, okay, alles klar, ja? Oder dann haben wir waren so 15 Mann nach 2 Tagen oder so, aber dann haben manche Faxen gemacht, dann hatten wir ein bisschen Probleme, mussten ein paar Kicken, Bloodouts machen und so. Faxen machen und so, muss man ja, ja, schellen. Vor allem, wenn einer von denen, der Faxen macht, einer der Dons ist, dann ist ganz blöd. Ja, na, und jetzt bin ich gerade der zweithöchste mittlerweile und jetzt sind wir noch, ich glaube 8, 9, 10 Leute sind noch angestellt, aber die sind gerade sehr inaktiv, okay, weil sie glaube ich nicht wissen, wie es vorangeht. Und deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach neuen Leuten und bis die Alten wieder da sind, dann sind wir dann irgendwann bald groß. Ah, das ist mein Ziel. Okay, Namen werde ich mir auf jeden Fall merken, Farbe Grün also, ist am Start, ne? Ja, Grove Street, ich kann dir nochmal eine Nummer geben, wenn du magst. Nein, das Problem ist, ich kann zurzeit ein Handy nicht kaufen. Das ist das Problem. Ach so, okay. Das ist heißt so Limit Reach die ganze Zeit bei jedem Händler. Scheißegal, das ist so kotzen. Hast du oben in deinem, also wenn du deine F2-Muskel machst, was steht oben in deiner Liste für eine Zahl? Also wenn da keine 1 steht, dann geht's deswegen nicht. Also wenn ich F2 mache, kommt da gar nichts. Ja, aber so gehst du doch in deine Tasche. Nee, warte mal, Tasche mache ich mit I. Achso, ja dann, wenn aber du E-Muskel machst, ja, was steht denn da oben für eine Zahl drin? Da oben 1000. Ja eben, weißt du, dann versuchst du auf einmal 1000 Handys zu kaufen. So, du musst eine 1 da reinmachen. Ja, aber wo ich noch eine 1 drin hatte und so, dann ging das auch nicht. Willst du kurz einsteigen? Ich fahre dich zu einem Laden, wir probieren es nochmal. Oh, okay, das wäre cool, warte. Das ist sehr nett von dir. Kein Thema, warte, es noch zu. Achso, ja. Na klar, muss man aufpassen, welcher Lumpi hier so reinsteigt und hier eine Waffe am Kopf. Ja. Ne? Da muss man immer aufpassen, ne? Ja, in der Stadt sowieso. Hier ist immer gefährlich, immer gefährlich. Ja, schlimm. Ja, safe. Digga, ich glaube, meine Internetleitung kackt gerade. Die ganze Straße ist grau. Achso, warte, geh auf Escape-Muskel. Escape? Dann Einstellungen. Ja. Grafik. Warte. Grafik? Dann mach Enter, dass du so drin bist. Dann scrollst du runter bis zu Extended Texture Budget, heißt der Punkt. Und den machst du so auf die Hälfte. Extended dann. So ein Budget, und die Hälfte. Dann anwenden. Und dann müsste es besser sein. So, also jetzt zurück. Boah, Digga, vielen Dank. Kein Thema, ja, das ist am Anfang immer das Problem. Aber gerade ist alles supi-dupi und jetzt auf einmal so alle weg. Ja, das bleibt auch immer so. Ey, Kollege Schnellschuh, alles klar? Ja, red doch nicht mit mir, du. Nee, das ist doch nicht top. Du kannst hier an der Bar kaufen. Ah, ja, jetzt muss es gehen. So, probieren wir nochmal, kurz laden, so Handy. Ja, guck mal, jetzt ist ja One Handy Purchase. Digga, aber vorhin perfekt. Ging das auch nicht, das war so zum Kotzen. Okay, ja, keine Ahnung, also das ist immer das Problem nochmal, wenn es nicht geht. Musst du immer schauen. Egal. Ja. Was gibt's denn hier alles schön? Dauert nicht. Jetzt ist alles klar. Aber lass mal hier was rausgehen, ist ein bisschen laut hier. Mein Hörgerät und so, weiß ich nicht. Alles klar. So. Hier ist die Premium-Lounge, da wollen wir nicht hin. Oder hier ist echt Premium-Lounge. Perfekt. Warte, dann kann ich dir jetzt meine Nummer noch geben, wenn du magst. Okay, warte mal, so.
Sag, wenn du ready bist, ja. So. Machen wir Kontakte. So, Name. Das Mo. War ja, genau, Mo. Mit M-O-E oder nur Mo-O-A? Nur O. Also Mo. M-O. Alles klar. Number. 5-9. Ja. 5-1. Ja. 7-0-5. 705, alle klar, add correct. Genau. Mama, schreib mal Mo in Klammern Green, schreibe ich mal hinter. Jo. Dann weiß ich direkt, was los ist. Ja, so, ja. Mo Green, alles klar. Was? Soll ich den noch schnell irgendwo absetzen? Ah, der geh noch auf die Suche nach Leuten. Jetzt hier. So. Oder was ist hier los? Warte mal. Rettung, verletzte. Ja, alles gut. Ne, muss ja erstmal nur ein bisschen gucken hier und alles, was hier so abgeht. Aber Nummer ja, ist ja auf jeden Fall gespeichert und ich werde mich, denke ich, mal auch so den nächsten Tag oder so melden. Was sagt ihr? Ja, kein Thema. Was macht ihr so für alles schöne gut Sachen? Macht ihr so ein bisschen so Juwelier, also jetzt, ein bisschen sind, andere Cruise-Ärger? Ja, wir sind jetzt Waffenroute eingekauft seit ein paar Tagen. Ah, und okay, wir wollen jetzt, sobald wir ein paar Leute haben, Waffen halt holen. Und außerdem halt immer Raub, Juwelier und Staatsbank vermutlich. Also Sons of Anarchy mäßig, so ein bisschen Waffen haben, ja, ja, andere Belohnung. Einfach ein bisschen gar gechillt, das Bruder gar, Stoner, wer uns schief kommt, kriegt Stress, aber wir wollen auch mit niemandem einfach so Beef anfangen und ja, so. Wie, wie ist denn das eigentlich hier so mit Polizei, weißt du, gibt's hier viele Polizei, oder? Das ist speziell, also die machen gar keine Straßenkontrollen, ne? Und die kommen auch bei keiner Schießerei irgendwie. What? Aber dafür an der Waffenroute wurde ich an meinem ersten Tag direkt hops genommen. Oh, das ist ja böse. Ja, aber ja, das mit Straßenkontrollen, so, das ist ja schon mal geil. Schießerei auch, ja, das ja ist ganz gut. Aber das mit der Route, wenn du so einen dicken Fisch machst oder so, dann wirst du abgefangen von so ein paar Abgefangen, das ist schon nett. Ja, ja, also hey, wer schießt da? Wer schießt da? Zwei ganz hinten irgendwo, kein Plan, ist weit weg. Okay, Glück gehabt. Nee, ja, ja. Aber Ding, ja, die haben, aber ich habe sie erst zweimal gesehen, wo ich oben war, aber trotzdem, ich wurde am ersten Tag halt direkt. Okay. Aber ja. Aber was ist, die sind komplett inkompetent, muss man sagen, bis auf Polizei selbst. Sie haben Raub gemacht. Einfach was war los? Wir haben Raub gemacht, ja, ich habe die auf der ganzen Flucht nicht einmal gesehen. Okay. Also die sind irgendwie nicht so talentiert und sowas, glaube ich. Ich sehe gerade, ich muss auch mal was futtern. Mein Lebenbalken geht ganz schön runter. Ja, ja. Ja, aber gut, ich werde mal auf jeden Fall merken, ich werde mich später spätestens morgen mal melden. Alles gut. Und ja, lass dir nicht von den Jakusern oder so auf den Kopf hauen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Alles klar, dann bis dann. Also ciao, dann, ne? Hau rein. Ciao, ciao, ciao. Ey, Mama, kein Stress hier. Ey, komm mal runter mit deinem. Ja, dann soll dein Kumpel ihn mal. Ist das dein Kumpel? Nein, ich kenn den nicht. Ich bin nur einfach nur toll. Hello. Und guck mir das Ganze an. Ja, mein Befehl kann, der hat ja nicht so aufgehalten. Das ist mein Ding. Heute geh ich. Scheiße, Digga. Was ist die Nummer vom Motorhof hier? Darf er mich so killen, indem er sagt, Hände hoch und gleich schießen? Na, wenn er sagt, er schieße, dann musst du die Hände hochheben. Entweder machst du die Hände hoch oder schießt selber. Ich hab die Hände hoch gehabt. Ey, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Müssen wir mal einen Notruf hier holen? Kacke, schon, wie ist die schon Nummer? Weil ich mach das schon, mein Junge. Du machst es schon? Na, geil. Ich mach das schon. Du bist guter Mann. Immer was zum Foden. Da-da-da-dam. Scheiße, ich hab meinen Kontakt gelöscht. Kacke. Oha, da wird der Mo aber nicht gut sein. Wo komm ich nicht aus dem scheiß Kontakt raus? Wenn wir Müsli? Scheiße, muss ich nachher nochmal mein Video durchgucken, wenn ich schneide und bei Kontakt raus. Oh shit, ich hab grad ganz schlimmes Kopfweh. Oje, oje. Was los, hast du gesoffen oder was? Ich bin gleich weg. Ach, guck mal, du da schon wieder. Du hast ihn noch gerade abgeknallt. Ja, der Typ kriegt gleich 400 K von mir. Ja, tut mir leid. Mensch, schlimm diese. Er kriegt 400 K. Also ich bin noch immer tot. Du Zweiter. Alles gut. Aber schon falsche Frisur, die du hast. Ja, ich weiß. Bist du von Jakusa? Nein. Nein, aber warum bist du rot?
warum darf ich mich nicht rot anziehen? Na, war so Jacuzzi eigentlich so rot sind und so, oder bist du von der Period Gang? Ich bin von gar keiner Gang. Von gar keiner Gang, okay. Hab nur ein Problem, wenn Leute Probleme machen. Ja, ne? Steht jemand auf dem Boden. Ja, das könnte der Person... warum liegt da hinten Stroh? Das könnte der Person mal selber fragen. Jetzt soll ich mal wirklich Gedanken machen, warum er überhaupt sowas tut. Und was hat er getan? Der lag hier einfach rum. Der ist hier in der Stadt an der Ecke, hat ein Bier gekippt und dann ist in der Sonne einfach umgefallen. Typischer Alkoholiker, sage ich nur. Ja, da muss er sich auch mal selber Gedanken. Wie findet ihr mein Auto? Ja, was war dein Auto? Das Auto? Du hast sogar ein anderes Auto gehabt. Ja, das habe ich geklaut. Ach so. Ja, das haben wir nicht nur. Das geht nicht. Dein Auto? Wie findet ihr dein Auto? Zeig mal deinen Ausweis. Ich zeig mal, ich bin mal laut, weil ich wollte mal einsteigen. Das ist wirklich mein Auto hier. Aufgeschlossen? Ja, aufgeschlossen, ja, was kann jeder machen? Ne? Oh mein Gott! So. Der, was ist los? Bleib still! Was machst du? Hey! Ey, Digga! Sag doch, warum ich hier mein Auto? Warte, was soll ich sagen, kann einsteigen? Boah, geil, so, ich fahr mit dir. Ja? Komm mal her, dann kriegen wir meine Fresse und dann kann man auch fahren, oder was? So, wie schnell wollen wir fahren? Geiles Auto, oder? Na, schon 40. Aber kommt nicht höher als 200, oder? Das ist ja was? Aber guck dir mal an hier. Na ja, gut, 220, so ein bisschen. Aber fahren muss echt gelernt sein, du. Das hinten mal reit ich bin. Noch ein Taxi mal hüpfer, denken Sie, ich hab Führerschein. Na, guck ich nicht. Sehen Sie das? 90% alleine haben noch keinen Führerschein. Das ist ja nicht so schlimm. Finden Sie den wirklich hübsch? Ah, geht so. Ist okay. Jetzt fühlt sich gerade, ich glaube, das Heimleben ist, oder? Aber gut, ich muss sagen, ich hab selber noch kein Auto, also von daher, scheiß drauf. Sollte ich ein bisschen Geld geben? Na, also gut. Ich hab jetzt heute angefangen, bin jetzt zum Trucker beigetreten und ja, schauen wir mal, was oh, so ein Geld bekommt. Trucker! Ja, geht nicht anders. Entweder Trucker oder Arbeitslos. Ah, Digga! Was ist los mit dir? Nein, ich will kein Geld und ja, alles gut. Ich gebe ihm 7 Millionen. Nein, brauche ich nicht, danke. Ich bin ein Hacker. Schön, aber guck mal, 7 Millionen ist so ein Geld, oh, Digga, das kann ich nicht annehmen. Das kannst du hier, hey, für mich ist das gar nicht, weil mir ist es eh egal. Ja, aber so 7 Millionen, weißt du, das ist so, na, weiß nicht. Da komm ich mir ein bisschen schmutzig vor. Hacker halt, ne? Ja, ne? Ja. Sind Sie sicher? Ja, also. Also wie gesagt, 7 Millionen ist ein bisschen zu viel. 4 Millionen? Boah, Digga, ist auch schon eine Stange Geld. 9,3 Millionen? 9,3 ist so mehr als 4 Millionen, was? Na, so, ich sag mal so... Das ist weniger mal, Geld. So, mir reicht schon vollkommen so ein 100.000er, das reicht mir schon komplett. Weißt du, ich bin so genügsam und muss Geld selber verdienen und alles. Ich bin aber ganz gut im Kopf, okay, bitte bleiben und warten Sie noch kurz. Oh, ah! Oh, ja, was war los? Digga, wer ist denn jetzt hier um mich knallt? Hallo, der Herr? Haben Sie auch diese Dreckskarre wie ich? Was war Dreckskarre? Das ist nicht mein Auto, es gehört diesen einen da. Ey, der Herr in Rot hier, hallo. Diesen Allmann da, oder was das ist? Hallo, der Herr? Ah! Was los hier, Alter? Der Herr in Pink. Hallo, Herr in Pinkan. Kommen Sie mal zu mir. Sie haben ja auch diese komischen S63-Dings da Edition, ne? Ja, Fraktionator-Edition, der Herr. Der hat auch 2 Millionen gekostet, oder? Na, ja, aber guck mal, da kann niemand 200 Sachen fahren, so eine arme Tür ist das. Was ist denn? Hat der auch 2 Millionen gekostet? Nee. Ey, wie viel dann? 50k? Ich hab dafür 2 Millionen bezahlt, was soll das sein? Du arme Sau. Ich hab zum Auto ausgekauft, was hast du? Scheiße. Ach, fick. Bitte noch einen schönen Tag. Einmal weg hier, ne? Dein Auto, das Auto klauen. No. Du wolltest das Auto klauen! Was, okay. Aua! Was ist das denn für ein Ü-Ei-Auto hier? Ja, der wollte ein Auto auch klauen. Nee, ich will. Digga. Dann gehen wir halt mal hoch hier. Guck mal, mein Dritter hat mal ein bisschen Stress gemacht hier. Guck mal, da gehen wir ein bisschen halt mal auf den Weg hier. Weil sowieso haben wir jetzt noch einen Zahnarzttermin, dann müssen wir in 3 Minuten da sein.
Digga, Digga, Digga. Boah. Ja, machen wir jetzt mal Schluss hier. Gehen wir erstmal weg hier. Sehr dunkel, müssen wir eh noch hier halt einstellen und so. Ja, beim Müllsäcke. Scheiß auf die Müllsäcke. Aber egal. Scheiße, muss man erstmal Kontakt wieder rausholen, den wir gelöscht haben. So ein bisschen kacke. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wer Hallo. Du, ich will hier gerade ein Auto machen und du rennst mir einfach ins Bild. Was ist los mit dir? Ich bin Ron Weasley. What? Scheiße, du siehst ja genauso aus. Was, wo kommst du denn? Yeah. Wo hast du einen Harry Potter her? Ja, wo ist dein Stab? Hogwarts. Ja, wo ist dein Stab? Mein Stab? Oh, willst du ihn sehen? Da bist du. Na, warum nicht? Ja, komm doch mal mit. Ja, gut, ist ein bisschen wenig Zeit. Nur 2 Minuten Zahnarzttermin noch, ne? Ach ja. Ja, ne? Wie lange ist denn der Server auch? Jetzt nochmal zum Outro hier. Jo Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir auf jeden Fall. Schreibt es in die Kommentare, wenn es mehr solche Videos geben soll. Aber jetzt kann ich wieder normal reden, kein Problem. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Server jetzt mal anzutesten. Werden wir auf jeden Fall weiterspielen, ein paar coole Leute kennengelernt. Leider auch eine Nummer gelöscht. Werde ich aber Video zusammenschneiden und die Nummer wieder neu raussuchen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Groove und ciao. Scheiße, geht nicht. Egal. Ciao, Leute.